Ja, da sind wir wieder. Und irgendwer labert uns dazu. Er, der das heilige Schwert führt, er ist wieder zurückgekehrt. Wünschst du dein Abenteuer zu unterbrechen, sprich zu mir, dem du das Zeichen deiner Anwesenheit gegeben hast. Okay. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann mussten wir einmal dagegen rollen. Und dann mussten wir nämlich gerade mit ihm hier reden. Ah, genau, ja, wir mussten mit ihm reden. Ich bin ein bisschen verplant gerade. Oh, ist jetzt schnell, cool. Und dann danke, dass du vorbeischaust. Ich tätige eigentlich nur mit Dekus Geschäften. Denn weißt du, was Wundererbsen sind? Ich verkaufe dir eine für 10 Rubine. Willst du deine Rubine gut anlegen? Ja. Oh, du weißt nicht über den Umgang mit Wundererbsen Bescheid? Dann kann ich dir leider keine verkaufen. Wieso? Wo kann man das erlernen, den Umgang mit Wundererbsen? Vielleicht im Palastgarten oder so? Oh, zum Fotowettbewerb sind leider nur Menschen zugelassen. Tut mir leid. Rassisten. Rassisten, Schweine. Von hier aus startet die Bootsfahrt, aber leider findet sie nur für Menschen statt. Rassisten. Alles miteinander Rassisten. Ja, dann können wir da gleich auf das Seerosenblatt und dann geht's hier weiter. Hopp. Und dann gehe ich erstmal zum Deko-Palast. Vielleicht kann mir da jemand etwas über Wundererbsen erzählen. Oh. Ich dachte gerade, da ersaufe ich drin. Ersaufe ich qualvoll. Boah. Muss einmal diesen letzten Sprung machen. Ich meine, der war doch eigentlich auf dem Blatt, oder? Und weiter geht's. Dum dum dum. Dum dum dum. Dum dum dum. Dum dum dum. Dum 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 dum. Dum. Wie kann man jetzt hier am besten drüber? Dum 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 dum. Dum dum dum. Hallo Octorok. Ich ignoriere dich einfach mal. Danke. Und dann geht es hier weiter. Da dann rüber. Bla bla bla. Dann hier rüber. Dann weiter da lang. Dann hier lang. Dann da lang. Dann hier lang. Ja, das ist sehr einfallsreich, was ich hier gerade von mir gebe. Und dann schließe ich hier drauf. Ja. Was sagen die mir nochmal? Ich hab dir doch gesagt, du sollst direkt zum Thronsaal gehen. Normalerweise dürftest du gar nicht eintreten, also befolge meine Anweisungen. Folge dieser Handel geradeaus, bla 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 bla. Dann laber ich da nochmal mit den Typen, ob ich da irgendwas machen kann. Man erzählt sich, der Erfer hätte die Prinzessin gefressen. Wie fürchterlich. Nur Mitglieder der königlichen Familie können den versunkenen Tempel betreten. Es ist offensichtlich, dass der Affe sie benutzt hat. Ah, okay. Eure Hoheit, ich bitte euch, beruhigt euch. Was sagt der uns nochmal? Ihr alle, beeilt euch und bereitet den Kessel vor. Ich hab's gesehen, der Affe und die Prinzessin sind nachts zusammen zum Tempel gegangen. Aber nur der Affe ist wieder herausgekommen. Oh mein Gott. Die arme kleine Prinzessin, gerade erst hat sie gelernt, wie man die Deko-Pfeife spielt. Seine königliche Hoheit war so stolz auf sie. Schön. Was sagt uns nochmal der Affe? Die behaupten, ich hätte sie entführt, aber egal, wie oft sie es noch sagen, das bringt die Prinzessin auch nicht zurück. Wenn sie nichts unternehmen, fällt die Prinzessin einem Monster zum Opfer. Bitte, du musst mir glauben. Würde ich ja gerne, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Also ich muss ja auf jeden Fall in diesen Tempel, das weiß ich. Aber wie komme ich in diesen Tempel? Was haben wir denn hier?
Kann ich einfach so hinter denen hergehen? Sieht im Prinzip so aus, ne? Ja. Nein! Ah, ein Eindringling. Mist. Aua. Das ist aber nicht die feine englische Art. Bla 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 bla. Ups, jetzt habe ich das Schild getötet. Tut mir leid, Schild. Eigentlich nicht, aber egal. Kommt schon. Könnt ruhig weitergehen. Na, 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 na. Dann hier lang. Ich kann mich drehen. Hui. Hui. Dann kann ich ja hier schnell durch. Hier ein paar Rubine abgreifen. So. Und dann hier weiter. Was auch immer mir das hier bringt. Hoffentlich wenigstens ein bisschen was. Wäre ganz cool. Oha, das war knapp. Und... hier kann man rein. Was mir das wohl bringt. Oh mein Gott, da kann man eine Wundererbse pflanzen. Bitte bedienen Sie sich an unserem frischen Quellwasser, das Sumpf-Info-Center. Hm, wer ist denn das? Nom nom nom. Mumpf, Mumpf, du bist mein erster Kunde seit sehr langer Zeit. Brauchst du ein paar Wundererbsen, sobald sie von Wasser benetzt werden, wachsen große Blätter aus ihnen heraus. Ich gebe dir ein Musterexemplar, versuche es in weiche Erde zu pflanzen. Du kannst jederzeit mehr kaufen. Hey, ich hab's geschafft. Ich habe eine Wundererbse gefunden. Finde einen Flecken weicher Erde und drücke C, um die Erbsen zu pflanzen. Wer weiß, was die Erde hervorbringen wird. Du kannst sie jederzeit pflanzen, aber wenn du sie nicht gießt, wachsen ihre Blätter nicht. Hm. Okay, also... scheine ich nur als Mensch pflanzen zu können. Dann kann ich ja... hier... die Wundererbse reinhauen. Hau sie rein! Und dann kann ich, das hier nehmen. Und mit Hilfe der Flasche... wow, Wasser! Du hast die Flasche mit frischem Quellwasser gefüllt. Drücke C, um das Wasser zu vergießen. Unglaublich. Mit dem kann ich dann die Pflanze bewässern. Dann nehme ich gleich nochmal eine Ladung mit. Weil ich brauch's ja auch noch draußen. Ja, du hast die Flasche mit frischem Quellwasser gefüllt. Drücke C, um das Wasser zu vergießen. Oh, eine Truhe. Cool. Nein. Das war schlau. Nicht wirklich. Oh, und ich habe wieder mal das Schild geköpft. Oha. Ist jetzt eigentlich 5 Uhr morgens oder 5 Uhr abends? Ich glaube 5 Uhr abends. Jetzt muss ich ganz vorsichtig herumgehen. Und dann finde ich einen roten Rubin. Der mir auch noch so viel bringt. Ich glaube, ich sollte mal wieder Geld einzahlen. Hm, möchtest du noch ein paar Wundererbsen kaufen? Ja, bitte. Ich hätte gerne ein paar. Wundererbsen. Kann man noch mehr von denen kaufen? Ja, bitte. Und dann kaufe ich erstmal ein bisschen ein. Es verbleiben 2 Tage, beziehungsweise 36 Stunden. Ja, komm schon.
will noch eine kaufen. Man kann ja nie genug von den Teilen haben. Meiner Meinung nach. So. Muss ich einmal gerade die Deko-Maske wieder aufsetzen. Ja, so läuft das. So lief das damals im Krieg. Ja. Kann ich da auch ohne die Deko-Maske? Oder kann ich da sogar nur hoch ohne die Deko-Maske? Nee. Setze ich mal lieber die Deko-Maske auf. Oh nein. Oh nein. Ich wurde entdeckt. Wie schlimm. Ich glaube, dann versuche ich nochmal links lang zu gehen. Eben. Bla bla bla. Ich habe dir gesagt, Thronsaal. Bla bla bla. Thronsaal. Bla bla bla. Thronsaal. Danke für diese aufschlussreiche Unterhaltung. Wo gehen die denn jetzt lang? Oha, das war knapp. Ah. So müsste man eigentlich gehen können. Dann hier hinten lang. Schön hinter den Blättern bleiben. Ja. Läuft doch. Wie geht man dann hier? Okay, der macht seine Patrouillenroute so. Da bleibt also ziemlich lange stehen. Dann kann ich da durchschlüpfen. Kommt da irgendjemand? Also bei dem muss ich auch aufpassen. Okay. Also hier schnell durchschlüpfen. Und bis hier hinkommen. Dann kann ich mich hier vorbei mogeln und hier von hinten das Herzteil holen. Da, 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 da. Du hast ein Herzteil gefunden. Hol ich mir hier nochmal ganz kurz das und dann lasse ich mich erwischen. Oh nein, ich wurde erwischt. Wie schlimm. Ja, und jetzt kann ich mich aufmachen in den Tempel. Weiß gar nicht mehr, wo ging es da oben nochmal lang? Weiß nicht mehr. Aber soweit ich weiß, muss ich auf jeden Fall hier lang gehen. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. Und da. Dann kann ich erstmal die Erbsensamen auf unten legen und das Quellwasser auf rechts. Und dann ziehe ich mir erstmal die Deko-Maske aus. Das geht doch schneller, Link. Dann pflanze ich eine Deko-Erbse ein. Ein Wundersamen, was auch immer. Und dann gieße ich das Ganze mit Wasser und fertig ist die Suppe. Guten Appetit. Hier sieht es aus, als müsste ich wieder Deko werden. Okay, dann scheine ich auf das Teil da drauf zu müssen. Also auf das Teil, das jetzt gleich hier hinkommt.